Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Wir haben heute einen sehr formellen Anlass. Das neue Jahr ist zwar schon 20 Tage alt, aber das interessiert uns ehrlich gesagt nicht. Und deshalb machen wir jetzt unseren Jahresrückblick 2011. Was haben wir im Kino gesehen? Was war toll? Was war großartig? Was war weniger toll und weniger großartig darum auch? Und ich denke mal, es wird Zeit, nachzuprüfen, was für Filme wir geguckt haben, uns daran zu erinnern und zu reflektieren, was das Kinojahr 2011 in uns ausgelöst hat. Dazu fahre bitte die nachdenkliche Musik ab. Ich denke, das ist ein bisschen zu dramatisch für Fum, oder? Nichts ist zu dramatisch für Fum. Okay, wenn du es meinst. So, gucken wir mal, was haben wir denn hier? Also, das sind übrigens Kinokarten, falls ihr das nicht erkennen konntet, da vor euren alten Röhrenmonitoren, die ihr alle garantiert noch benutzt. Versager. die helfen uns dabei, uns daran zu erinnern, was wir dieses Jahr geguckt haben. Also, was erfinden Sie als nächstes? aber zum Beispiel hätte ich jetzt nicht mehr aus dem Kopf gewusst, dass wir beim Männerabend bei Sucker Punch drin waren. Das wusste ich jetzt nicht mehr aus dem Kopf. Oh doch, da gab es nämlich Bier. Das war das Beste. Ja. Also wir wollen so vorgehen. Wir wollen erstmal erzählen, was wir alles dieses Jahr überhaupt gesehen haben. Und war ich zweimal in Kilometer? Ist das deine? Meine. Solange ich die nicht auch bezahlt habe. Wir erzählen erstmal, was wir alles dieses Jahr gesehen haben und dann küren wir unsere Lieblingsfilme in den Kategorien bester bis schlechtester Film des Jahres und diskutieren darüber. Genau. Wir haben nicht alle Filme dieses Jahr zusammen gesehen, weil unsere Interessen gegenseitig gelagert sind. Ich gucke nicht so gerne romantische Komödien wie Martin ist dran. Und Pferdefilme und sowas. Sag das nicht nochmal. Ich gucke gerne romantische Comedies und ich trage gerne Frauenkleider. Geht doch. Okay. Gut. Ja, fangen wir an doch einfach mal, gehen wir doch mal chronologisch vor einfach. Also, ich hoffe, die sind chronologisch sortiert. Nein, sind sie nicht. Doch, sind sie, wenn? Bei mir läuft sich das Ganze auch ungefähr. Also ich habe ungefähr, oh cool, die habe ich vermisst. Ich habe die gerade gefunden. Ich habe nun komplett. Bei mir kommt es ungefähr hin, dass ich 2 neue Erscheinungen pro Monat ungefähr gesehen habe im Schnitt dieses Jahr. Und aus allen möglichen Genres, also... Hat 2011 mit Black Swan angefangen und dieses Jahr mit Sherlock Holmes 2 aufgehört, der letztes Jahr erschienen ist, deshalb zählen wir ihn auch noch zu 2011, weil wir artige Jungs sind. Es ist natürlich kein vollständiger Überblick, weil ich habe ja auch eine ganze Liste an Filmen liegen, die ich sehen wollte, aber aus Zeitmangel und auch aus Geldmangel nicht sehen konnte. Und deshalb ist das jetzt auch kein so professionell kritischer Überblick jetzt über das Jahr, sondern einfach nur fumig, genau, was immer das Wort auch heißen mag. Es heißt alles, was wir wollen, je nachdem wie wir es gerade brauchen. Wie wir es gerade brauchen, genau. Gut, also gesehen habe ich 2011 und einige habe ich auch mit meinem guten Freund Martin hier zusammen gesehen. dafür hat er auch einige gesehen, die ich nicht gesehen habe, Grummel. Black Swan, Tron Legacy, True Grit, Sucker Punch, Troll Hunter, Paul and Thor, ganz einfach, mach's neu auf Deutsch, Fluch der Karibik 4, Transformers 3, Harry Potter 7 2, Super 8, Captain America, Freunde mit gewissen Vorzügen, Hell, The Adventures of Tintin, Killer Elite, Real Steel. Echter Stahl. Die Höhle der vergessenen Träume.
Gott des Gemetzels, Sherlock Holmes, Bunraku, Blubberella und The Thing. Das Remake, über das wir ja auch schon einen Vlog gemacht haben, wo wir jetzt hier drauf verlinken werden, also über Martins Kopf. Da kommt dann der YouTube-Link hin. Ah. Da können die Leute draufklicken zum Vlog dann. Technik. Geil. Meine Liste ist etwas kürzer. Dafür ist sie an Qualität. Moment, sie ist gar nicht besser an Qualität. Aber wir wollen nicht über besser und schlechter reden. Angefangen hat es auch bei mir mit Tron Legacy. Dann kam, ich glaube, da fehlt was. Ich glaube, ich war da zwischendurch auch noch mal im Kino. Aber dann als nächstes habe ich Sucker Punch auf der Liste stehen. Paul, Thor, Super 8, Hell, Killer Elite, Real Steel, Tim und Struppi, The Thing, Sherlock Holmes 2 und irgendwann zwischendrin, wo ich mich nicht mehr dran erinnern kann, Tucker und Dale vs. Evil, Scream 4, Four Lions, Bunraku und meinen persönlichen Favoriten, meine Boll-Sammlung, Blubberella, Blood Rain 3 und Auschwitz. Uwe Boll, Uwe Boll for life. Ja. Na, genau. Aus diesen wählen wir jetzt unsere Favoriten für die nächsten folgenden Kategorien. Okay. Wir haben keine richtigen Preise. Aber unser Preis für das längste Musikvideo, das dieses Jahr in einem, 2011 in einem Kino lief, geht an Tron Legacy, was eigentlich essentiell eigentlich nur Daft Punk The Movie war. Und das ist nicht unbedingt schlecht, denn die Musik war echt geil. Ja. Aber man hat halt gemerkt, dass an einigen Punkten bei Tron einfach der Charme des Originals halt erstmal ein bisschen gefehlt, meiner Meinung nach. Und er hat irgendwie nicht so bleibenden Eindruck hinterlassen in mir, muss ich ehrlich sagen. Ich hätte fast vergessen, dass ich den geguckt habe das Jahr. Ich hätte es auch vergessen, hätte ich nicht den Soundtrack gekauft, weil der ist echt geil gewesen. Und höre ihn regelmäßig immer noch, wenn ich zur Arbeit fahre. Aber ansonsten ist der Film wirklich absolut nicht einprägsam. Oder wie ich hier geschrieben habe, das Original war da irgendwie prägender. Das habe ich sogar begründet hier in meiner Mitschrift, die ich lange in harter Arbeit vorbereitet habe. Allein schon, weil die Computerwelt durch das nachkolorierte Schwarz-Weiß weit surrealer wirkt als dieses überstilisierte schwarze Etwas in Tron Legacy. Sehr schön, du solltest Nachrichten sprechen. Ich sollte Nachrichten sprechen. Aber es ist trotzdem ein klasse langes Musikvideo. Ja, ist es auch. Also einfach Hirn abschalten und gucken. Gehen wir weiter mit unserem nächsten Preis. Der Preis für das hoffentliche Ende einer Saga, in Anführungsstrichen, geht nicht an Twilight, weil der letzte Teil ja noch nicht rausgekommen ist, sondern an Transformers 3. Ich habe ihn mir angetan. Ich nicht. Ich bin halt mit Freunden reingegangen in den Film und tu nicht so, als wenn du Freunde außer mir hättest. Habe ich. Aber dafür trage ich ja auch Frauenkleider manchmal. Ja. Das Ding, was ich damit habe, ist es wahrscheinlich der beste aller drei Transformers-Filme. Weil durch die 3D-Technik konnte Michael Bay die Kameras nicht mehr so schnell bewegen und man sieht endlich mal wirklich auf dem Bildschirm, was da eigentlich passiert und wer gegen wen kämpft. Es gibt eine anderthalbstündige Materialschlacht in dem Film, die einfach, wenn man sein Hirn ausschaltet, einfach eine pure Augenweide einfach nur ist, besonders wenn man es im Kino sieht. Und auch das 3D wirkte recht gut eigentlich. Das Problem an dem Film ist einfach, dass wir erstmal eine gute Stunde lang, nachdem es richtig gut anfängt, mit ein paar Szenen vom Mond und vom Ursprungsplaneten der Transformers, weiß ich nicht mehr, wie er heißt, irgendwie, keine Ahnung. Danach macht es ein Transformier.
vor mir, keine Ahnung. Wir fragen die Leute, die Optimus Prime Bettwäsche haben irgendwie, also lieber da nach solchen Sachen, ich weiß nicht. Nach diesem Anfang, der eigentlich richtig, richtig gut einen reinzieht, macht das Ganze erstmal eine erhebliche einstündige Bremse, indem wir nämlich Shia LaBeouf dabei zugucken, wie er versucht, einen Job zu kriegen. Und das zieht den Film so unglaublich raus. Das ist so langweilig und so schlecht. Aber wenn dann die Action erst einmal durchgeht, dann ist alles gut. Dann einfach das Hirn ausschalten und einfach nur sehen, wie sich gigantische Roboter gegenseitig eins auf die Fresse hauen. Hey, und einer der Roboter wird sogar von Leonard Nimoy gesprochen. Was will man eigentlich mehr? So? Spockbot. Der Spockbot. Das ist eine gute Idee. Ich sehe ja gerade übrigens auf der Karte, es hat mich 15 Euro gekostet, wegen dem IMAX hier in Bremen. Ich habe 15 Euro. Ich habe zweimal das Jahr, glaube ich, mit... Warte, Moment. Von Legacy haben wir IMAX gesehen. Oh Gott, ich habe 30 Euro für zwei Filme da ausgegeben im Kino. Das ist unglaublich eigentlich. Ich glaube aber für Timo und Schluffi auch 14,50 wird auch mit das billiger gewesen. Keine Ahnung, weil vielleicht nicht mehr so viele. Ich habe für Timo und Struppi nur... weniger bezahlt. Ah, ach doch, ja, 7 Euro, weil ich es halt in der Originalfassung und nicht 3D gesehen habe. Aber gut, fahren wir weiter mit der nächsten Kategorie.